Hallo Pilzfreunde, heute gibt es von mir das erste Video für dieses Jahr von den Berzdorfer Hallen. Wir wollten eigentlich hier oben nur ein bisschen spazieren gehen, haben natürlich den Pilzkorb mitgenommen für alle Fälle und ich bin ganz überrascht, was momentan hier oben los ist. Ich zeige euch das einfach mal. Wir sind hier gerade in dem Fichtenwald unterwegs und da müsst ihr einfach mal schauen, was hier so zu finden ist. Das wird heute also ja, doch ein ganz spontanes Video. Wie gesagt, geplant war das heute gar nicht so. Die Kamera hatte ich zum Glück mitgehabt. Also wie gesagt, wir schauen jetzt einfach mal ein bisschen in den Wald und ich zeige euch einfach mal was. So, wie gesagt, das ist jetzt hier in einem Fichtenwald und jetzt schaut einfach mal hier hin. Jetzt kommt hier das Kuhmaul, aber wirklich in Riesenmengen. Ich zeige euch das einfach mal. Wir gehen hier mal so ein bisschen ab. Schaut euch das mal an. Schaut euch das an. Das ist doch verrückt. Also hier steht wirklich einer am anderen. Ich gehe hier mal ein bisschen ab. Es stehen natürlich noch viele andere Arten hier, aber wie gesagt, das Kuhmaul steht hier wirklich in Mengen. Also hier sind überall auch noch ganz kleine dabei. Da drüben habe ich gerade noch mal eine Stelle gesehen, da müssen wir hin. Da sah es auch ganz verrückt aus. So, ich komme jetzt hier gerade an die Stelle, die ich gesehen habe, aber das hier sind gar keine Kuhmäuler, denn das sind Butterpilze. Also auch die sind natürlich hier für den Kiefernwald typisch. Ja, ich habe ja gesagt, wir sind im Fichtenwald, aber hier nebenan ist ein Kiefernwald. Also die wachsen ja unter Kiefern. Das mischt sich hier alles ein bisschen. Also ich dachte erst, ist das Kuhmaul von oben. Ist es ja auch recht ähnlich, aber das hier sind definitiv Butterpilze. Also man sieht es hier, wenn ich die Teilhülle ein bisschen wegnehme, dass da hier Röhren dran sind. Aber hier ein kleines Stückchen weiter, hier ist schon wieder Kuhmaul zu finden. Ja, den schönen, den schauen wir uns mal an. Hier sieht man auch sehr schön, dass die Teilhülle ja so eine Schleimschicht ist, im Gegensatz zum Butterpilz. Wir tun die mal direkt nebeneinander. Wie gesagt, von oben könnte sich schon mal doch recht ähnlich sehen, aber von unten sieht man es schon. Wo war der andere? Ja, hier sieht man es besser. Ja, also hier beim Butterpilz haben wir natürlich so ein Häutchen als Teilhülle und hier beim Kuhmaul ist diese Schleimschicht. Da können wir die beiden jetzt von unten natürlich wunderbar unterscheiden, aber schaut euch das mal an von oben. Sind die sich wirklich sehr, sehr ähnlich. Ich bin ja jetzt auch gerade ein bisschen reingefallen. Aber das ist schon fantastisch, was hier steht. Also wie gesagt, hier wieder das Kuhmaul. Wir sind eben jetzt wirklich hier in einer Ecke, wo sich die Kiefern und Fichten überschneiden. Also hier steht von allem was. Aber das ist ja verrückt, was hier steht. Das hört gar nicht auf. Also hier kann man gehen, wo man will. Überall stehen hier die Pilze. Also wie gesagt, vor allen Dingen das Kuhmaul, hier wieder ein wunderbares Exemplar. Und ich denke, jetzt schauen wir mal ins Körbchen rein und da zeige ich euch mal, was bis jetzt im Korb so gelandet ist. So Pilzfreunde, wir schauen jetzt mal in den Korb und da seht ihr schon, was los ist. Wir haben uns hier ja wirklich ein paar sehr schöne von dem Kuhmaul ausgesucht. Hier ist auch ein Fichtenreizker dabei, ja die wachsen hier natürlich auch. Hier ist mal ein grasgrüner Täubling. Ein, zwei Pfefferröhrlinge haben wir mit hineingetan. Und jetzt schauen wir hier natürlich noch ein bisschen weiter. Ich werde euch mal weiter zeigen, was es hier so gibt. Also es ist wirklich richtig doll momentan. So, hier ist mal wieder eine einzelne Birke in den Nadelwald eingestreut. Und ich habe ja schon mal gesagt, schaut immer um solche Bäume herum. Und da lässt sich oft ein Begleiter finden, also auch so wie hier. Hier ist ein wunderbarer, schöner und ganz junger Birkenpilz. Also der kommt natürlich auch mit in unser Sammelkörbchen. So, jetzt zeige ich euch noch mal was. Ihr seht ja, hier ist so ein bisschen den Weg. Da seht ihr Fichten. Also hier sind auch überall Kiefern, wie gesagt, eingestreut. Also hier links drüben kommen dann Kiefern. Man hat wieder Fichten. Und ich gehe jetzt einfach mal hier so ein bisschen auf dem Weg lang. Und da seht ihr schon, was hier los ist. Also hier stehen Kuhmäuler direkt auf dem Weg. Eins neben dem anderen. Wieder einer. Also die lassen wir jetzt auch alle hier stehen. So viel wollten wir halt auch gar nicht mitnehmen. Nur eigentlich eine kleine Mahlzeit. Und es steht hier wirklich alles voll. Ich gucke noch mal hier ein bisschen an die Seite. Nee, ja, auch hier. Hier wieder etwas. Also man kann hier eigentlich überall schauen.
Hier stehen überall welche. So, hier steht mal eine Gruppe mit ganz kleinen und frisch gewachsenen Felblingen. Das ist ja eine Gattung, die auch recht schwierig ist zu bestimmen. Ich lasse die hier jetzt auch stehen, schaue die mir nicht genau an. Die kann ich hier vor Ort wahrscheinlich ohnehin nicht bestimmen. Also einfach mal was zum Zeigen. Ja, hier stehen mal ein paar Pilze, die ich heute auch schon ein paar Mal gesehen habe. Das ist der kahle Krempling, also ein Giftpilz, der früher als essbar galt. Die bleiben natürlich hier. Hier einfach nur mal zum Zeigen. Hier sieht man auch sehr schön den eingerollten Hutrand, der so typisch ist. Also die Kollegen bleiben, wie gesagt, natürlich hier, sind auch hier jetzt überall zu finden. Einfach mal wieder zum Zeigen. Um nochmal zu zeigen, wie die Kremplinge jetzt hier stehen, gehe ich einfach mal ein bisschen ab. Hier ist einer, hier ist eine Zweiergruppe, 1, 2. Hier stehen wirklich überall welche, hier wieder welche. Also auch hier wirklich in großen Mengen vorhanden. Hier wieder welche, hier ist einer, hier der nächste. Also wirklich überall der kahle Krempling hier zu finden. So, hier seht ihr, steht eine Kiefer. Also hier sind wir wieder am Rand einer kleinen Kiefernpflanzung. Und jetzt zeige ich euch mal was, was hier los ist. Schaut euch das mal an. Ein wunderschöner Butterpilz. Und jetzt gehe ich mal hier rüber. Hier steht der nächste. Auch ein wunderbares Exemplar. Hier ein ganz kleiner. Jetzt kommt hier eine super schöne Gruppe. Schaut euch die mal an. Sind die nicht fantastisch? Also hier ist eine Stelle, da stehen wirklich überall welche. Hier muss man ganz genau schauen. Hier ist wieder einer versteckt. Also auch hier im Gras ist wieder einer. Fantastisch. Oh, hier drüben sind noch mehr, sehe ich gerade. Also hier 1, 2, 3. Wunderbar. Hier ist der nächste. Hier ist wieder einer. Also die Butterpilze, die werden wir uns jetzt sicherlich mitnehmen. Wir suchen uns hier die schönsten aus. Also das ist natürlich fantastisch. Und eine richtig tolle Überraschung heute. So, wir sind jetzt hier immer noch in dem Nadelwald unterwegs und schaut euch das mal an. Hier sind ganz junge Schwefelköpfe. Also das ist hier jetzt allerdings auch wieder der grünblättrige Schwefelkopf. Ja, der graublättrige kommt hier oben ganz, ganz selten mal vor. Also hier sind auch ganz viele ganz kleine noch. Als kleine Info so nebenbei für alle, die also am 14. Oktober zum Pilzfreunde-Treffen kommen. Wir werden wahrscheinlich genau hier unterwegs sein. Das wird sicherlich wieder eine ganz abwechslungsreiche Geschichte. Ich hoffe mal, das Pilzaufkommen entwickelt sich auch in nächster Zeit hier so. Dann wird das sicherlich ein ganz fantastischer Tag, den wir hier verbringen werden. Also, ich freue mich drauf und wie gesagt, für alle Teilnehmer bis zum 14. Oktober. So, Pilzfreunde, jetzt habe ich hier etwas erspäht und ich traue kaum meinen Augen. Schaut euch das mal an. Also, diese Pilzart ist mir bekannt. Aber ich kann euch sagen, ich habe die definitiv noch nie so riesengroß gesehen. Das ist hier ein Milchling, das ist der rosascheckige Milchling, der hier unter Pappeln wächst. Also ich kann mit der Kamera gar nicht so weit rangehen, weil die sind wirklich so extrem riesig. Das ist einfach unglaublich. Also ich lege hier mal meine Hand hin, vielleicht kommt das rüber. Also wenn ich meine Hand ausstrecke, dann ist das der Durchmesser doppelt so groß wie die Länge meiner Hand. Also das ist ja wirklich verrückt. Wahnsinn! Also die sind hier natürlich schon ganz alt, das ist ganz klar, aber schaut euch diese riesen Burschen an. Die kommen übrigens immer unter Pappeln vor, ist ein sehr scharfer Milchling, der ist also für Speisezwecke nicht geeignet. Also die alten Exemplare, hier kann man auch gar nicht mehr feststellen, dass hier Milch rauskommt. Also die sind einfach schon ganz lappig und weich geworden, sind riesen, aber die Größe ist natürlich absolut verrückt. Hier noch eins. Ich gehe hier noch mal ein Stück weiter. Hier vorn stehen noch mehr. Die muss ich euch einfach mal zeigen. Schaut euch das an. Also das sind teilweise, das ist ja hier auch so ein Riesending. Wahnsinn. Schaut euch mal meine Hand dagegen an. Das ist doch verrückt. Also das sind natürlich schon richtige Pilzleichen hier, muss man sagen. Die sind wirklich schon richtig alt. Aber so groß können die werden. Einfach verrückt. Und hier stehen wirklich so viele davon, also man kann hier überall durchgucken, stehen hier überall versteckt unter den Pappeln. Einfach nur verrückt. So, jetzt kann ich euch mal den rosascheckigen Milchling zeigen, wenn er noch jünger ist. Da ist er auch schon recht groß und stattlich. So schaut er aus, wie gesagt vorhin, das waren wirklich ganz, ganz alte Exemplare. Wir holen den jetzt hier auch mal raus. Vielleicht können wir hier auch mal zeigen, dass er milcht. Also hier
bei diesen jungen, frischen Exemplaren sieht man es, denke ich, ganz gut. Hier kommt weiße Milch raus, die auch wirklich sehr scharf ist. Wie gesagt, bei diesen älteren Lappien-Exemplaren funktioniert das nicht mehr so gut. Aber die kann ich euch hier einfach mal etwas jünger zeigen. So sind die normalerweise hier zu finden und wachsen hier unter den Pappeln oft wirklich in großen Mengen. Aber von vorhin, diese riesen Dinger sind natürlich wirklich einfach nur beeindruckend. So, und gleich hier daneben steht wirklich eine Riesengruppe mit dem kahlen Krempling. Also auch hier von dem steht wirklich alles voll. Also so eine Schwemme, das ist ja unglaublich. Also wie gesagt, hier eine ganz tolle Gruppe mit dem kahlen Krempling. So, Pilzfreunde, jetzt kann ich euch mal wirklich einen ganz, ganz hübschen Pilz zeigen. Wirklich eine richtige Schönheit. Das ist der rötliche Holzritterling. Der wächst also hier immer an Stubben. Also hier seht ihr schon, diesen alten Fichtenstumpf hat er besiedelt. Also ist wirklich ein sehr, sehr schöner Pilz. Naja, gilt so als ungenießbar eigentlich, weil er, naja, relativ muffig schmeckt. Also so ganz kleine, junge Exemplare kann man mal ins Mischgericht tun. Aber ich verzichte da natürlich drauf. Aber der ist wirklich sehr, sehr farbenfroh, hat so einen richtig kräftigen, ganz besonderen Rotton. Die Lamellen sind leuchtend gelb. Das gucken wir uns mal bei diesem älteren Exemplar an. Also seht ihr das? Das ist ein richtig dolles, leuchtendes Gelb. Also das steht natürlich richtig im Kontrast zu dem Rot. Ich lege das mal hier so ein bisschen daneben. Einfach eine richtig dolle Farbe und ein wunderschöner Pilz. So, wir sind jetzt hier gerade so an der Stelle unterwegs, wo jedes Jahr die Schopftintlinge so in Massen wachsen. Und hier ist tatsächlich ein Einzelner, der bleibt natürlich stehen. Aber das ist so der erste Vorbote. Möglicherweise wachsen die wieder hier so in großen Mengen. Naja, werden wir mal schauen. In nächster Zeit werde ich sicherlich mal hier wieder unterwegs sein. Aber hier ist zumindest der erste schon da. So, hier gibt es auch noch mal eine sehr schöne Gruppe von dem rötlichen Holzritterling zu sehen. Also hier sind sie richtig groß gewachsen schon, aber die sehen wirklich fantastisch aus. Einfach nur ein wunderschöner Pilz. So, jetzt sind wir wieder hier in dem Laubwald unterwegs. Ab und zu sind ein paar Nadelbäume eingestreut. Ich wollte euch mal was zeigen. Hier stehen Mehlräslinge. Mehlräsling und der Pfefferröhrling, die gelten ein bisschen als Indikator für Steinpilze. Und wenn ich jetzt hier einen halben Meter rüber gehe, haltet euch fest, da steht ein wunderschöner, richtig dicker Steinpilz. Und nur ein paar Zentimeter daneben steht noch einer. Ich gehe jetzt hier mal ein bisschen rum. Ich glaube, wir haben hier eine Stelle erwischt. Ja, genau, hier direkt vor meinen Füßen steht der nächste. Wunderbar. Jetzt gehe ich hier noch mal ein Stückchen weiter. Also Leute, 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 schaut mal. Hier ist wieder einer im Moos versteckt. Wunderbar, hier drüben ist der nächste. Also jetzt geht's auch mit Steinpilzen richtig bei uns los. Dolle Sache, dolle Sache. Ich gehe hier noch mal ein Stück weiter. Och, hier ist der nächste. Schaut mal hier. Wunderbar, wunderbar. Also hier müssen wir natürlich ganz gründlich mal abgehen und mal schauen, wie viel sich hier finden lassen. Aber das ist natürlich schon richtig fantastisch wieder. So Leute, schaut euch das mal an. Hier steht so eine ganz, ganz kleine, dünne Kiefer. Und hier runter an der Kiefer, hier quetscht sich ein dicker Steinpilz heraus. Hier daneben stehen wieder zwei. Ganz wunderbar. Und jetzt gehe ich mal hier rüber. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Hier stehen die Steinpilze büschelig da. Sagenhaft. Schaut euch das mal an. Was für ein Bild. Ach, hier daneben, den habe ich gerade übersehen. Hier steht noch einer, auch ein ganz kleiner, feiner. Sagenhaft. Also sowas erlebt man wirklich nicht alle Tage. So Leute, hier wieder ein Mehlräsling. Daneben wieder einer. Und direkt daneben ein wunderschöner Steinpilz. Und das geht hier so weiter. Ich gehe mal hier noch ein bisschen ab. Also auch hier versteckt sich wieder einer. Dahinter noch ein kleiner. Hier ist der nächste. Schaut mal, hier ist wieder einer. Sagenhaft. Das macht einfach nur Spaß heute. Und hier einfach wieder mal zum Zeigen ein wunderschöner Farbtupfer hier im Wald. Wieder mal ein wunderschöner Fliegenpilz. So Leute, wir sind ja hier in einem ja fast reinen Birkenwald unterwegs
Und da kann ich euch mal zeigen, dass die Steinpilze gar nicht mal so wählerisch sind, was den Standort anbelangt. Denn hier direkt im Birkenwald steht wieder ein wirklich wunderschönes Exemplar. Und direkt dahinter findet sich ein Birkenpilz. Also das sieht natürlich auch ganz toll aus. Das ist ein richtig schönes Bild. Beide Pilze direkt nebeneinander. Das sieht natürlich richtig fein aus. So, Pilzfreunde, hier steht mal der graue Faltentintling. Ja, das ist auch ein recht häufiger, relativ großer und kräftiger Tintling. Also der gilt nur bedingt als essbar. Das ist also einer der Tintlinge, der Coprin enthält. Das ist also dieser Stoff, der in Verbindung mit Alkohol giftig wirkt. Also will man diese Pilze verspeisen, dann muss man etwa 3 Tage vorher und 3 Tage nach der Mahlzeit keinen Alkohol zu sich nehmen. So, jetzt sind wir hier gerade an einer Stelle, da stehen wieder ganz viele grünblättrige Schwefelköpfe. Hier ist wirklich alles voll. Ich gehe noch mal hier vor. Hier war, glaube ich, auch noch mal eine sehr schöne Stelle. Ja, auch hier stehen eine ganze Menge. Überall stehen die hier. Wirklich große Mengen. Aber die sind hier auch noch ganz klein, ganz jung. Auch hier so um diesen Stumpf herum. Ganz wunderbar. So, Pilzfreunde, wir werden die Runde jetzt beenden. Es geht wieder zum Auto zurück. Ja, so kann das gehen, wenn man einfach nur so einen Nachmittagsspaziergang geplant hat. Und dann wird man hier so überrascht von der Fülle an Pilzen. Habe ich jetzt wirklich nicht vermutet. Das sollte heute ein bisschen ein Erkundungsgang werden. Ich wollte vor allen Dingen mal schauen, ob die Edelreizker schon da sind. Die haben wir tatsächlich nicht gefunden heute. Aber dafür andere Sachen in wirklich großen Mengen. Also das war für so eine spontane Aktion wirklich wieder eine totale Überraschung. Also mir hat es natürlich riesen Spaß gemacht. Ich war froh, dass wir den Korb mit hatten. Also es ist schon besser, den immer mal mitzunehmen. Und natürlich, dass die Kamera auch im Gepäck war. So könnt ihr hier an der Tour natürlich ein bisschen teilhaben. Also ich hoffe, es hat euch gefallen, diese bisschen spontane Aktion hier, dass ich so spontan ein Video gemacht habe. Zum Schluss gibt es natürlich wie immer und gewohnt den Blick in den Korb. Ansonsten werde ich mich an dieser Stelle verabschieden und wir sehen uns vielleicht in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!